Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Spyro the Dragon. Yo, heute gehen wir also mal in die ersten Level von den Beastmasters rein, die wir hier letztes Mal noch abgeschlossen haben. Wundert nicht, warum ich jetzt zu wenig Leben habe. Das liegt daran, dass ich gestern nach der Aufnahme vergessen habe zu speichern, ist einfach den Emulator ausgemacht habe und damit war ja es weg. Ich musste alles nochmal neu machen. In der Hektik habe ich dann ein paar Leben verloren, also ein bisschen gefailt. Jetzt also gehen wir aber, machen wir weiter, fangen an mit den Terrace Village. Mal schauen, was da abgeht. Das ist, glaube ich, noch nicht dieses bekloppte Level. Oh, 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 oh. Mal schauen, was da abgeht, wie gesagt. Ah, okay, ich erinnere mich. Alles klar. Ist ein bisschen kompliziert, will ich jetzt nicht sagen. Ja, doch, vielleicht schon. Mal gucken, was wir da erreichen können. Hier diese, aufpassen, die schießen mit Strom. Haben wir gerade gemerkt. So, Gott sei Dank war ich hier gleich Hühner. Hallo. Huhn, da. So. Also gut. Wie viele Edelsteine haben wir hier? 400, zwei Drachen. Viele Drachen gibt es hier anscheinend nicht. So, am besten, bevor sie das Ding laden. Töten. So, hier diese hier, ja, die schießen gerne, die kann man nur mit Rammen erledigen, logisch, die haben Schallpanzer um. Ja, cooles Geräusch geben die von sich. Gut, Edelsteine wieder eingesammelt, da ist noch so ein Vogel. So ein Fetti. Der schießt gerne Hühner ab. Auch gut. Gut, wo geht es am besten weiter? Ich denke mal, da hinten kann man runterfallen, hier vorne kann man noch versinken im Matsch. Große Frage ist jetzt, war hier noch was, wo man an der Seite vielleicht, also irgendwie auch typisch für die Level hier, immer so ein Anfangspunkt, ne? Also man ist hier immer, muss immer erst irgendwo reingehen bei Spyro. Das ist bei den anderen Spielen nachher auch nicht mehr so. Ist das immer so meine Beobachtung hier. So, hier haben wir noch so eine Teile. Edelsteine, nicht übersehen hier, sonst sind wir wieder am großen Suchen, wie letztes Mal. Und hier sind auch nochmal so eine Teile. Okay, wir gehen durch den mittleren Raum da durch. Nicht, dass wir noch was übersehen. Hier ist nochmal so ein Vogel, der gerne schießt. Und wir können uns ja gerne mal treffen lassen, mal sehen, wie das aussieht, aber weil hier auf dem Hühner rum, gucken wir mal. Okay, auch er schießt mit Strom. Und er natürlich auch. Das ging natürlich wieder richtig in die Hose. Ich wollte nur mich noch einmal treffen lassen. Aus Trotz hole ich mir jetzt einen Huhn. Ja. Nehmen wir mal eins. Okay, keine zwei da. Schade. So, da hinten ist gleich der erste Drache und hier ist nochmal so ein Vogel. Nein. Ach Mensch, das gibt's doch nicht. Du Blödmann. Hier wollen wir schon mal wieder ein Leben. Das tut unserer Seele gut. Ah, sind wir hier wieder. Alles klar. Gut. Die Musik ist schon zu Ende von dem Level, das ist auch nicht so schön. Ah, darauf habe ich gewartet, dass die Musik wieder anfängt. Bop, 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 bop. So, da haben wir wieder ein Hühnchen. Erst Hühnchen und diese komischen Vögel, die haben wir da auch wieder wie in der Heimatwelt. So, jetzt werden wir mal den Rachen befreien hier, ne? Nämlich Claude. Vorsicht, Spyro. Die Nox hier haben die Kraft des Stroms entdeckt. Das tut richtig weh. Also auch er war schon so blöd und ist da reinmarschiert. 49 Drachen haben wir schon. Das geht jetzt doch alles relativ schnell, muss man da sagen. Ach nein. Ich bin doch ein Vollidiot. So, hier bin ich früher immer nicht wirklich weitergekommen. Keine Ahnung wieso. Dachte mir, man muss hier lang gehen und nicht über die Dings rüber. Also hier, ja, klar. Wenn wir das Ding da hinten treffen. Kiste. Fliegt direkt rüber. Ich dachte, er trifft den Dicken noch. So, der ist erledigt. Um Gottes Willen. Ja, wir wurden mal wieder getroffen. Hier ist noch eine Kiste, guck an. Okay, da gibt es bestimmt noch eine zweite Rakete für. Er steht natürlich genau auf dem Feld. Mal gucken, wie wir hier ein bisschen nach. Da sind noch, ja, da oben sind die Raketen, alles klar. Läuft hier zufällig noch ein Hühnchen rum? Nein, natürlich nicht. Jetzt geht's kurz warten und. So, genau. Das haben wir richtig gut gemacht.
So, da oben ist noch die nächste Kiste, alles klar. So, hier muss ein bisschen geleitet werden. So, den haben wir. Da kommen wir jetzt natürlich nicht hoch. Müssen wir mal schauen. Ist hier noch was? Nein. Okay, da ist noch einer. Du, lass es mal schön sein. Der wollte mich gerade schon wieder ansetzen. So, der Pferd ist auch erledigt. Jetzt erst natürlich ihm hier. Da hinten ist schon der zweite Drache. Wir holen uns erstmal die Hühner. Na, jawohl. Und ein Leben. Wundervoll. Wenn wir mal den Dick noch platt machen. So, und dann der Drache. Cyprin oder Kyp? Keine Ahnung. Gute Arbeit, Spyro. Eines Tages wirst du allen Drachen von deinen aufregenden Abenteuern berichten können. Klar, aber jetzt würde ich gern erstmal aus diesem Sumpf raus. Okay, das war der fünfzigste, die Nummer 50. Ne, den hier machen wir noch nicht. Wir gehen erstmal hier unten gucken, was hier los ist. Ah, weg! Und das noch einer. Ah, gutes Timing gehabt noch. Du fette Schwein. So, Edelsteine noch. Also ich habe heute nicht so viel zu quatschen. Bin heute nicht gerade so gesprächig. Aber ich habe mal Lust zu spielen gehabt und deswegen... Aufnahme. Yep. Da fing die Musik wieder an. Also jetzt geht's nur noch hier lang. Weg ist er. Und Fetti ist auch dran, jawohl. So, jetzt hier hin. Keine Ahnung, wie man da jetzt zurückkommt. Ach so, alles klar, muss wieder rumlaufen. Bisschen so rumfliegen, man kann es sich auch leichter machen, als es ist, ne? So. Ja, zu den Level gibt es noch nicht viel zu sagen. Das ist weder knifflig noch schwierig. Es ist einfach. Ah, verdammt, ich dachte, ich schaff's. Es ist weder knifflig noch schwierig, noch irgendwie schwere Rätsel zu lösen. Es geht hier einfach nur durchzulaufen. Klar haben wir noch nicht alles geholt, aber das kriegen wir gleich noch hin. So, der ist auch erledigt. Jetzt geht es den Wirbelsturm hier hoch. Und dann erstmal hier hin. Genau, und von hier oben kommen wir dann weiter. Denke ich zumindest oder auch nicht. Doch, klar. Sieht aus wie Minecraft bald. Und von hier müsste man da hinten rüber gleiten können. Das versuchen wir doch mal gleich. Also bis an die Grenze. Am höchsten springen und dann, jawohl. Genau so sieht's aus. Hier sind wir richtig. Dann geht's erstmal darüber. Genau. Und hier müssten wir alles weitere eingesammelt bekommen. Erstmal die Rakete anfeuern. Hier noch ein paar Kisten. Noch eine Kiste. Halt, nein! Oh, das gibt es nicht! Wir können diesen gleich nochmal machen, weil ich einfach zu glatt bin. Oh Mann, also nochmal. Hier schön über diese Stromfläche laufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es diese Stromfläche schon gab. Die haben bestimmt diese komischen Norks hier hingebaut. Nur um mal so die Geschichte zu hinterfragen, ja? Also, wieder hier rüber. Halt hier genau da. War das Loch dafür. Jo, gestern wie gesagt total gefailt noch in der Nachbearbeitung. Und zwar in der Nachbearbeitung, dass ich den Spielstand wieder angleichen musste. Denn alles das, was gestern passiert, was in der letzten Folge passiert ist, um Gottes Willen, ey. Ich dachte, ich schaffe das schon wieder. So, jetzt diese Kiste dann noch. Fliegen wir schon mal vor. Das war knapp mit dem Landen. Oh, alle hier schon gekriegt. Der Rest müsste da hinten dann liegen. Also das Level war jetzt nicht so schwierig. Ich habe natürlich auch meine Stoppuhr wieder nicht gestellt, ich Vogel. Ach, nee. Warum? Weil ich wieder nebenbei SMS gelesen habe. Ach nee, Kevin, du bist so ein dämlicher Idiot. Ja, ich beschimpfe mich gerne selbst. Und ja, das war wieder ein epischer Fail von mir. Weil ich mal wieder nicht abwarten konnte.
Jetzt aber. Und jetzt kriegen wir ihn auch hier. Edelstein nicht vergessen, sonst wundern wir uns nachher wieder. So, jetzt müssten wir aber alles haben. Ja. Ach, ich bin so stolz auf mich. So. Ich muss kurz ein bisschen lesen. Moment. Gut. Ich habe gerade erfahren, dass wir morgen schon wieder um 11 Uhr Schluss haben in der Berufsschule. Ist natürlich wieder sehr super. Warum fahre ich überhaupt her, wenn ich so gut wie gar nichts zu tun habe? Hier, da sitzt du lieber zu Hause und... Ja. Aber man gut, man muss das so sehen, man wird dafür bezahlt, ne? Das ist das einzig Positive daran. So, wir haben wieder ein paar Leben gesammelt. Hier können wir auch mal wieder ein paar Leben sammeln. Sollen wir das dicke Wildschwein hier hinten holen? Ja. Ich glaube, Spyro 1 ist auch das einzige Spiel, wo man in den Heimatwelten sterben kann. Ist es so oder nicht? Ich möchte sagen, ja. Wenn nicht, dann berichte mich bitte. Aber ich glaube, in den anderen Heimatwelten kann man nicht sterben. In den Heimatwelten bei den anderen Spyro-Teilen. Also das Level machen wir jetzt natürlich noch nicht, das ist das ganz Schwierige. Das wird die ganze nächste Folge alleine schon einnehmen. Deswegen, obwohl das Level hier auch nicht gerade kurz ist. Und zwar Misty Bog. Da haben wir diese ersten komischen Böcke. Ihr werdet sehen, was ich meine. Jetzt, glaube ich, werde ich auch einfach mal meine Uhr stellen, damit ich irgendwie eine kleine Orientierung habe. Obwohl, einfach dieses Level durchmachen und dann, ja, gut, zwei Level. Aber ich glaube, die nächste Folge wird ein Level nur beinhalten, weil das extrem lang ist. So, hier ist der erste komische Vogel. Der ist ins Hühnchen reingelaufen, jetzt freut er sich. Ja, der klingt so ein bisschen wie Typen, die wir schon mal hatten. So, dann geht es also hier wieder auf jeden Fall so ein Eingang, wie gesagt vorhin. Und diese Bäume, die tun einen diesmal was, nämlich das hier. Aufpassen. Ich glaube, rammen kann man sie nicht. Ich spuck erstmal lieber nur Feuer. Ich will jetzt hier gerade nichts hervorholen oder Gerüchte erzählen. Sehr neblig ist es auch hier, man kann nicht wirklich sehr weit gucken. Ja, müssen wir mal weitermachen. Die Musik ist immer schon wieder ein bisschen episch. Hier haben wir wieder ein Leben, sehr schön. Und ein paar Kisten. Auch gut. Tut uns sehr gut. So, hier geht es erstmal nicht weiter, da geht es nach hinten her weiter. Also müssen wir sehen, wie wir die ganzen Inseln erreichen. Und das wird noch ein bisschen schwierig. Das Level zieht sich wahrscheinlich auch wieder ein bisschen. Ah, siehst du, da haben wir schon getroffen, dieses Mistviech. So, und da. Ach, Mistkerl. Da weicht er schon wieder aus. Da haben wir so eine Burg, da kommen wir auch noch rein. Also dieses Level wird sehr aufwendig. Auch wenn es gar nicht erst so aussieht. Ja, okay. Gegenlaufen können wir nicht. Ich weiß, sind wir schon tot? Nee, okay, den Feuerschlag getroffen. Sehr gut. Ich glaube, Sparks ist nicht mehr so aufmerksam, wenn er grün ist. Wir müssen sehr dicht laufen, um die Edelsteine zu kriegen. So, ich glaube, eine Libelle kriegen wir jetzt hier gerade nicht rein, deswegen müssen wir den Rachen mal befreien, damit wir erstmal einen Checkpoint haben. Roscoe. Pass auf die Killerfrösche auf, die machen dich sonst kalt. Killerfrösche? Dabei war das hier früher so ein netter Sumpf. Ja, es war früher so ein netter Sumpf, natürlich. Killerfrösche, die habe ich nächstes Mal mitgekriegt. So, mal gucken, wo wir jetzt hier am besten zuerst hingehen. Erstmal da. Oder da, oder... Wo auch immer. Und darüber kommen wir zurück. Also erstmal hier hin, würde ich sagen. Ey, ich wollte das dicke Schwein erwischen. Wow. Jetzt haben wir es. Und den haben wir erledigt. So, ist gut. Edelsteine haben auf dieser kleinen Insel, glaube ich, alle gesammelt. Ja. So, dann wieder hier rüber. Also am besten müssen wir erstmal hier hin und dann diese ganze Truppe erledigen. Gut, die haben wir erledigt. Ich würde sagen, dann gehen wir mal zuerst da hinten rüber. Weil da geht es dann nachher richtig weiter und wir kommen dann hier nicht mehr her. Also müssen wir erstmal das hier erledigen. Der hat gepennt. Das Hütchen kriegen wir. Und Sparks müssen aufzufrischen. So, diese Baumstümpfe sind auch ein bisschen irritierend. Ich weiß nicht, wie man da hin... Kommt man da nachher noch hin oder ist es nur einfach so zur Tarnung? Ich weiß es nicht genau, aber okay. So, erstmal diese Killerfrösche wieder. Und den Feuerstrahl auch abgekriegt. Geht's hier noch weiter? Nein, aufpassen. Okay.
Also wie gesagt, da hinten weiß ich nicht, was da passiert. Mein Laptop wollte mir den Bildschirm schon anschalten. Hey, du Mistvieh. Ach du Scheiße. Ich hätte mir vorher einen Überblick verschaffen sollen, nicht einfach blind reinrennen dürfen. Alter, geht's noch? Wow, wir haben keine Libelle mehr. Also ich denke mal mit dem nächsten... Ja, ich denke mal, das wird so sein. Mit dem nächsten Schlag werden wir sterben. So, versuchen wir es nochmal so. Und da sind noch drei Viecher. So, gut. Den haben wir auch erledigt gekriegt. Ich finde noch den einzelnen da. Sehr schön. Jetzt können wir uns den Drachen hier als Checkpoint holen. Wie viele Drachen gibt es ja eigentlich? Vier sogar. Und wir haben jetzt hier Damon. Ich glaube, das erste Level hier, wo man... Okay, ruhig. Danke, dass du mich befreit hast. Es scheint, dass ich hier gefangen war, seitdem ich so jung war wie du. Oh nein. Ach ja, ich weiß noch. Ich muss jetzt gehen. So, man kann auch gar nicht gefangen sein, was Spyro ja auch schon lebt. Also, naja, gut. Also, was wollte ich sagen? Ja, die Level hier werden jetzt nicht mehr so rundig, sondern eher viel, mit vielen, vielen, vielen Abzweigungen. Stimmt, wir haben keine Libelle mehr. Wir müssen jetzt alle einzeln einsammeln. Dieser komischen Burg sind wir jetzt oben drauf. Ich weiß jetzt aber nicht, wo es hier hingeht. Ich glaube, von hier müssen wir irgendwo hingleiten. Anders kann ich es mir jetzt hier einfach nicht vorstellen. Geht es da irgendwo hin? Nein. Jetzt muss ich gucken, wo wir hinkommen. Oder geht es hier noch hoch? Nein, auch nicht. Hm. Wo zum Teufel kommen wir jetzt hier hin? Dann sagen wir gleich einfach mal hier so rum. Vielleicht kriegen wir da was. Nein, das war's. Okay. Ich hab's verkackt. Ich hab mal wieder ein Leben verkackt. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo genau wir jetzt hier hinkommen. Kommen wir jetzt da hinten zurück? Wahrscheinlich. Ja, so ist es. Ja, hier kommen wir zurück. Ganz zum Anfang des Levels waren wir hinten schon. Naja, hier waren wir natürlich noch nicht. Gut, dass wir es mal abgescheckt haben. Wir waren noch ein Leben. Aber wie gesagt, kommt man jetzt hier schon hin? Das war hier nicht ganz der Level Anfang. Ah, ne, hier waren wir es auch schon versucht dran. Okay. Hier kommen wir denn noch nicht hin. Okay, müssen wir erstmal eine Runde wieder drehen. Da hinten ist jetzt ein Hühnchen, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt geht es dann also hier weiter. Genau. Viele rote Edelsteine, die mag ich ja nicht so gerne. Dann springt die Zahl da oben nicht so schön in den Trab. So, jetzt mal fallen lassen und hier unten geht's wieder los. Vier Typen, Viecher. Hier werden wir bald wieder was übersehen. Alles klar, wie viele Edelsteine gibt es hier? Auch 500. Also die Edelsteine haben immer die Hälfte eingesammelt. Da ist auch schon der nächste Drache. Mal sehen, was der uns zu sagen hat. Zicke. Danke, dass du mich befreit hast. Mehr nicht. Naja, gut. Wenn er meint. Wenn er meint, nicht mehr aussagen zu müssen. Ey, du blödes Wildschwein, ich hab dich doch umgerannt. Das kann man nicht umrennen. Ey, das gibt es doch wohl nicht. Das Wildschwein kann man nicht umrennen? Wusste ich echt nicht. Ich dachte mal, man könnte es umrennen. Oh Gott, da ist schon der letzte Drache. Da oben kommen wir nachher hin, genau. Jetzt weiß ich wieder, wie es geht. Wie man zu den anderen Stellen da hinten hinkommt. Der letzte Drache ist hier. Ey, das gibt's doch nicht. Ich muss dringend einen Huhn finden. Hier ist schon mal keins drin. So, Huhn. Nein, du blödes Mistviech. Ah, es erwischt uns. Und der. Och, nö. Diesmal habe ich gleich aufgepasst. Ja, auf Berlin habe ich aufgepasst. Das Leben kriegen wir bestimmt gleich wieder. Diese Killerfrösche werden wir außerdem nochmal erleben. In der nächsten Heimatwelt. Bei den Dreamweavers, wenn ich mich recht erinnere, heißt das. Wow. 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 Und ein Leben, yeah. Na, kommst du her? Ach, verdammt. Den haben wir nicht gekriegt. Gut. Wir nehmen jetzt mal die Edelsteine und dann holen wir uns den Typen hier. Yeah, da ist er. So, das ist ja schon wieder bald schief gegangen, wie vorhin im Level. Wie dieser Kiste da. So, hier sind noch ein paar Kisten. Auch nicht übersehen. Ist hier hinter noch irgendwas? Auf diesen Felsen? Nein, da ist nur Wasser oder Sumpf. Keine Ahnung. Ja, genau, Sumpf ist es hier genau. So, jetzt ist mal den Drachen hier.
den letzten in diesem Level. Und da oben ging es noch weiter, haben es gesehen. Bubba, Bubba, Bubba. Ich werde dir sagen, was du mit diesen Viechern machst. Zerquetsch sie, Spyro. Zerstampf sie und zerquetsch sie und zermatsch sie. Warum stoße ich sie nicht einfach um und fackel sie ab? Schließlich sind wir Drachen. Da ist er ruhig, ja. Da ist er mit mal ganz ruhig. So, jetzt müssen wir da hinten noch hin. Na, oh, ich bin Depp. So, gut. Hier geht's lang, nämlich. So, immer wieder Treppe benutzen, das Ding hier. Ja, warum haben sie alle zerquetschen und zermanschen? Wir sind Drachen, genau. Da hat Spyro total recht. So, jetzt müssen wir natürlich logischerweise dorthin. Yeah, das haben wir schon mal geschafft. Also irgendwie so ein Zusatzteil hier. Da gibt es noch ganz viele Gegner. Wieder so eine Kette. Gut, die haben wir alle erledigt. Und wieder ist es so ein bisschen rundherum gegangen. Genau, da vorne ist schon wieder. Aber es gibt hier, wie gesagt, diese ganzen Abzweige. Jetzt müssten wir dann alle Edelsteine gesammelt haben. Wenn nämlich alles täuscht, haben wir das jetzt fertig. Genau, auch das Level haben wir also geschafft. So, wir versuchen jetzt von hier in diesen Wirbelwind reinzufliegen, der uns nach Hause bringen soll. Jawohl. Genau so haben wir es geschafft. Sehr gut. Das war's dann mal wieder für diese Folge. Nächste Folge, also dieses ganz schwierige Level, was uns die ganze Folge kosten wird, denke ich mal. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.